Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Massive. Ja, hier sind wir wieder auf der PS3. Ich habe eben gerade erstmal ein schönes Pack-Opening hochgeladen. Also, beziehungsweise es lädt gerade noch hoch. Das werdet ihr nachher zu sehen bekommen. Wir haben hier einen wunderschönen Samstagnachmittag um 17.20 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich nehme nochmal ein schönes Gameplay auf. Goldpokal waren wir das letzte Mal auch schon. Wir sind hier zwar jetzt auch im Viertelfinale, aber hier, wie ihr seht, die erste Runde, es waren 2-0. Das heißt, es war nicht unser erspieltes Ergebnis, was wir zuvor gemacht haben. Auch oben an der Statistik seht ihr, dass sich da was geändert hat. Vor allem Niederlagen sind draufgekommen. Das liegt zum einen daran, dass gestern einige Kollegen hier waren und wir schön gezockt haben, Whisky getrunken haben. Es war echt eine entspannte Runde. Ich wollte ja auch schöne Duels aufnehmen, aber das war leider nicht möglich, weil es waren einfach zu viele Leute da. Es hätte keinen Sinn gehabt. Ja, aber es hat noch einen Grund, warum Niederlagen da drauf sind. Und zwar, weil meine PS3 die ganze Zeit eingefroren ist. Es war, glaube ich, bei 4 oder 5 Spielen und die wurden halt alle als Niederlage gewertet. Also habe ich mich heute erstmal dran gemacht, PS3 aufgeschraubt, Laser sauber gemacht. Und bis jetzt läuft sie ohne Probleme. Ich hoffe mal, das geht auch so weiter. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, ich render gerade das Pack-Opening. Und bevor ich das hochlade, nehme ich nochmal eine schöne Partie Ultimate Team auf. Und versuche mich jetzt mal ein bisschen mehr. Okay, Team vom Gegner. Oh ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Figueroa ist ein Innenverteidiger. Dann noch der kleine. Nee, das ist nicht der Raphael, ne? Das ist nicht der Raphael. Das ist der kleine Bruder. Fabio, genau, das ist der Fabio, Linksverteidiger. Ansonsten ja, random irgendwie ein bisschen zusammengemischt. Ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Nicht ganz dumm gemacht. Das ist, glaube ich, alles Premier League gewesen, aber es haben halt viele Positionen und Aufstellungen nicht gestimmt. Ja, da sollten wir doch was holen. Also es sollte drinnen sein. Aber er ist auf jeden Fall in die zweite Runde gekommen mit dem Team. So, wieder Teampressing, hoher Druck rein. Jetzt ein bisschen fancy am Anfang machen. Vielleicht ist er ein bisschen angepisst dann. So, Ronaldinho auf Jetson. Aber gleich wieder. Was ist jetzt mit ihm los? Bitte nicht quitten. Das bringt ihm ja eh nichts. Wird ja eh als Niederlage gezählt. Also schätze ich jetzt immer nicht, dass er quittet. Vielleicht bringt er jetzt erstmal Ronaldo. Nein, macht er nicht. Ja, seid schon gespannt aufs Pack-Opening. Es sind ja noch Ronaldo, Messi und Falcao im Team of the Year. So, schicken wir durch hier. Oh, meine Fresse, ich wollte auf Kelvin durch. Eckerson kommt nicht mehr am Ball. Schade. Aber jetzt hier, Kelvin auf Eckerson. Wollte ich durchlassen, hat er nicht gemacht. Beim Team of the Year ist ja jetzt Ronaldo, Messi, Falcao drin. Hier schicken wir Elkeson. Aber die Pässe kommen nicht. Ziemlich schade. Richtig. Also Ronaldo, ich habe mir seine Team of the Year Karte angeguckt. Das ist ja nicht mehr normal. Er hat, glaube ich, er hat 5 Pace dazu bekommen. Ich glaube, vorher hatte er 92, jetzt hat er 97 oder 96, was in die Richtung. Dann hat er 6 Schuss dazu bekommen. Er hat jetzt 96 Schuss und vorher hat er 90 Schuss. Oder 92? Ah, ich weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls, er hat eine sowas von übertriebene Karte. Und das habe ich mir mal so als Endziel gesetzt. Für das FIFA-Jahr 2013 will ich es nennen. Der muss auf jeden Fall mal in einem unserer Teams sein. Und der wird definitiv einmal in einem unserer Teams sein. Erstmal machen wir bestimmt Elkeson. Schade. Ronaldinho kommt nicht mehr dran. Erstmal holen wir uns wahrscheinlich den normalen. Aber auch nicht gleich zum Anfang. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich würde gerne nicht immer mit dem Brasilien-Team spielen. Ich denke, das ist für euch und auch für mich ein bisschen langweilig. Jetzt ist der Team of the Year-Hype bald rum. Es kommt, glaube ich, noch einmal Happy Hours und sowas, wo alle Team des Jahres Spieler gezogen werden können. Aber im Allgemeinen ist der Hype jetzt bald abgeklungen und dann kann es endlich ans richtige Teambuilding gehen. Und da will ich euch mit ins Boot holen. Ich will nicht einfach irgendwas bilden und euch das dann nur vorstellen. Ihr solltet da so ein bisschen dran mitwirken. Ich werde auch eigene Teams bilden und euch zeigen. Aber was macht der Kerl? Das ist die dritte Pause von ihm. Aber jetzt hat er Gott sei Dank keine mehr. Aber ich möchte auch so ein Community-Team bauen.
mit Spielern von euch, die euch gefallen, ob das Hybrid ist oder ob das nur eine Liga ist. Da werde ich dann vielleicht auch Abstimmungen machen. Und wie ich schon rauslesen könnte, jetzt würde ich gerne mit dem Rainbow über den Torwart gehen. Und klappt gar nichts. Spiele ich nochmal nach außen. Robinho, Finesse-Schuss ist drinne. Sehr schön. Da möchte ich gerne auch mit euch was Zusammenhalt bauen. Weil da fühlt ihr euch ein bisschen mehr mit, ja, wie soll man das sagen? Ihr habt da halt was mit dazu beigetragen, sozusagen, zum Team. Genau. Ich wollte gestern schon ein schönes Silberteam bauen aus der Barclays Premier League, was ziemlich overpowered ist, also wirklich. Das Team hatte ich schon vorm Team des Jahres und das ist einfach nur, das ist schon fast Cheating, also wirklich. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Team, bei dem so viele Gegner gequittet haben. Und da ist auch unser guter Freund Gabriel Akbon Lahore dabei. Und der Kerl, das ist einfach wirklich unglaublich. Also, der ist nicht nur schnell, bei dem geht auch wirklich jeder Schuss rein. Das ist halt EA-Logic. Die Werte stimmen halt null überein. Ah, hat er gewusst, dass ich wieder reinziehe. War auch ein bisschen dumm von mir. Die Werte stimmen halt wirklich null überein. Der Kerl ist sowas von overpowered. Und sonst gibt es ja allgemein in der Premier League auch sowas von overpowerte Leute. Da wollte ich eigentlich gleich mal was zusammenbauen, aber ich habe es dann erstmal gelassen. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das als erstes Silberteam vorstellen sollte. Dann hat mir noch im Kopf geschwebt, was mit 5-Star-Skillern. Schade. Mit 5-Star-Skillern, aber in Silber. Das heißt, Leite, Wallison, Dani Linho, Kelvin, wen es da halt so alles gibt, Jaja, Elton. Da gibt es ja einiges rauszuholen. Aber sagt einfach mal was dazu. Was wollt ihr gerne sehen? Ich skill halt schon ganz gerne mal. Im Moment skill ich noch nicht so viel, weil ich habe das halt noch nicht so drinne mit dem Labern und Zocken. Aber wenn das mal drinne sein sollte, Ronaldinho, der ist drinne. Wenn das mal drinne sein sollte, dann würde ich auch gerne ein Team haben, wo ich auch mal skillen kann und nicht diese 3-Sterne-Pace-Schlampen nur da vorne drinne. Das ist nicht so mein Ding. Ich meine, so würde ich hundertprozentig, wenn ich so spielen würde, profitabler, will ich es mal nennen, spielen. Also erfolgsorientierter, weil man halt mehr Spiele gewinnt. Aber es macht doch keinen Spaß. Jetzt im Moment, naja, trickst dich auch nicht viel. Aber da werde ich auf jeden Fall sowas wie Sweaten auch noch nicht machen. Ich meine, der Gegner, der hat halt jetzt, ich weiß nicht, allgemein spielt er, glaube ich, auch nicht so super. Also auch wenn er jetzt ein besseres Team hätte. Jetzt haben wir wieder Ronaldinho. Ah, wollte ich einen Scoop-Turn machen. Schade. Ja, ihm ist, glaube ich, auch schon ein bisschen die Lust vergangen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe die Leute nicht. Man kriegt für 5.000... Ach, weniger. Man kriegt für 3.000, 4.000... kriegt man ein super 100 Chemie Non-Rare-Team. Vielleicht nicht im 4-1-2-1-2. Okay. Das kann gut sein. Wenn man nicht genau auf die Spiele achtet, dann wahrscheinlich sogar im 4-1-2-1-2. Und das lässt sich tausendmal besser spielen als dieses zusammengewürfelte, was er hier hat. Mit Rare-Spielern, mit Silberspielern, Bronze-Spielern. Ich sag, das kostet auch 3000. Beziehungsweise ich sag, er hat auch so viel bezahlt. Schade, Ronaldinho. Aber die Leute verstehen das irgendwie nicht. Die Chemie ist wirklich wichtig in FIFA. Ich meine, wenn jetzt mal eine 98 hat oder sowas. Ist gar kein Ding. Obwohl mit Trainer, dann läuft schon ein bisschen mehr schief im Team sozusagen. Aber das ist noch nicht so das Ding. Aber wenn man wirklich unter 90, unter 80 Teamchemie hat, dann merkt man das richtig krass. Die Abwehrspieler machen harte Stellungsfehler. Der Torwart fällt auch vor sich rum. Wenn man mal vors Tor kommt, was dann auch nicht so oft passiert, weil das Stellungsspiel und die Pässe scheiße sind. Wenn man mal vors Tor kommt, treffen die die Bude gar nicht. Da kannst du auch einen, na gut, ein Ronaldo trifft wahrscheinlich dann immer noch die Bude. Aber ich habe schon viele Teams gesehen, die wirklich hier Ibra, Ronaldo, alle im Team hatten. Aber die haben dann einfach nicht getroffen, weil die einfach die Top-Spieler zusammengewürfelt haben, ja, und dann gespielt haben. Ich meine, Ultimate Team hat ja halt auch seinen Sinn. Die Chemie ist doch nicht umsonst da. Deswegen appelliere ich an euch, an die Leute, die vielleicht so ein Team haben. Was ja jetzt nicht so schlimm ist. Ich kann euch mal von meinen Anfängen in FIFA 12 erzählen. Das war der Hammer. Elkesten macht hier das 3-0. In FIFA 12 habe ich
erstmal Packs aufgemacht, gleich am Anfang, ich glaube für 10 Euro oder so. Hab immer fleißig alles abgestoßen. Wahrscheinlich habe ich da Danilinho, Leite, was weiß ich, so richtig super teure Spieler abgestoßen. Und danach habe ich mich auf den Tauschmarkt gemacht. Und das Einzige, was ich eingegeben habe, war die Position. Also ich habe dann zum Beispiel gemacht, hier Zom und dann such mal. Und dann habe ich einfach immer die billigsten Spieler, die so auf dem Markt waren, erboten. Und dann hatte ich am Ende, habe ich mich schon gefreut, überall hier grüne Positionsanzeige. Obwohl ich auch nicht wusste, was das bedeutet, aber ja, war halt schön. Und ich hatte halt nur glänzende Spieler, das wollte ich halt unbedingt. Und dann dachte ich, ja, kann es ja losgehen. Ich habe null auf die Chemie geachtet, ich glaube, ich hatte um die 23. Und ich habe dann nur auf den Sack bekommen. Mit dem Kumpel hier gezockt. Der wusste auch nicht, wie Ultimate Team abläuft. Wir haben alles auf den Sack bekommen. Wir dachten, was geht denn hier ab? Weil vorher haben wir zusammen Online-Modus zu zweit gespielt. Wir waren Liga 1, wir gingen ab wie Sau und der Gegner hat gequittet. Oh nein, das muss doch nicht sein. Beim 3-0 in der Halbzeit hat der Gegner gequittet. Ah, starte ich jetzt noch ein zweites Game? Ich weiß jetzt nicht. Wir sind hier bei 11 Minuten oder sowas. Ich würde sagen, pack mal gleich noch ein zweites mit rein. Komm, Halbfinale. Machen wir auch noch.